Lambeth erreichen. Erinnern Sie sich an die junge Dame, mit der ich verlobt war, bevor ich mein Tod vortäuschte, um zu sehen, was für eine Frau sie nun, es gibt Neuigkeiten. Ich bin in sie verliebt und beabsichtige, sie zu ehelichen. Dabei brauche ich ihre Hilfe. Ich habe auch schon einen Plan parat. Sie spielen einen Kriminellen und entführen sie. Ah ja. Bringen Sie sie dorthin, wo ich auf sie warte. Ich springe aus einer schattigen Ecke, schlage sie zusammen, rette damit ihr Leben und gewinne ihr Herz. Haben Sie das gut durchdacht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Setzen Sie mich an irgendeinem verkommenen Ort ab und ich bereite einen Hinterhalt vor. Boah, Alter. Von Lambeth wäre passend. Warum ausgerechnet Lambeth? Und wieso wackelt hinten die Kiste wie ein Pferdeschwanz? Oder wie ein Kuhschwanz. Das wird reichen, vollkommen genug. Und nun entführen Sie sie. Sie ist an der Waterloo Station, glaube ich. Oh, und passen Sie auf, dass Sie Ihre Rolle gut spielen. Sie ist an der Waterloo Station. Ist ja nur am Arsch der Welt, ne? Warum denn so weit entfernt, die beiden Ziele? Ist doch... Ey, keine Ahnung, was die hier manchmal treiben. Warum die Steuerung von den Kutschen so behindert ist. Wer hat das programmiert, Alter? Das ist... Boah, nee. Lass das mal rein, Alter. Ach, natürlich schickt er mich hier hin, wo ich natürlich nicht reinkomme. Faszinierend. Ey, schickt er mich hier sonst wohin, ne? Erstmal muss ich rein, bevor ich hier irgendwas Adlerauge-mäßiges mache. Ach, ich komme hier nicht rein von oben. Jetzt ist auf einmal alles dicht. Willst du mich jetzt verarschen? Alles zu? Ey, sonst ist immer eins offen. Immer. Und jetzt auf einmal ist es zu. Ey, was soll denn das? Die ganze Zeit offen und jetzt auf einmal, bumm, nö, jetzt ist zu. Bahnhof geschlossen wegen Überstunden oder so. Psst, Alter. Was soll das denn? Ja, beim lieben Ziel bleiben, ja, klasse, soll ich oben hängen bleiben oder was? Ich kann doch schlecht. Genau deshalb wollte ich nicht L3 drücken. Genau deshalb. Weil ich das Adlerauge einfach noch nicht machen wollte. Weil ich da keinen Bock hatte, dass das Spiel wieder sagt, desynchronisiert. Und genau das ist jetzt passiert. Mhm. Obwohl die ja die ganze Zeit da ist, ne? Also, ist ja nicht so, dass die vorher nicht da war, ne? Also, ne? Ja. Man kann ja nicht nochmal das Adlerauge drücken. Nein! Oh, das wäre Quatsch! Das geht immer nur einmal pro Mission! Was? Ja. Also das ist wie so im wirklichen Leben. So. Du. Keine Ahnung. Du gehst meinetwegen... Nimm mal so ein ganz krasses Beispiel. So ein Beat'em Up, ja? Oder... Keine Ahnung. Box da gegen irgendeinen, ja, haust ihn zu Klump. Fatality, ja. Nein, kannst du noch nicht machen, du musst es erst erlernen. Was? Du kannst das noch nicht. Klar kann ich das. Nein, du musst erst den Move freischalten. Wie jetzt? Im wirklichen Leben kann man nichts freischalten.
Kannst du lernen, aber nicht freischalten. Also, na, weiß ich nicht. Das ist immer so eine Sache, wo ich mir sage so, ja, okay. Ne? Im wirklichen Leben kann man nichts freischalten. Leid mir das auch tut. Oh, das geht einfach nicht. Ey, wieso? Wieso geht ihr jetzt hier hoch? Ja, ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nicht hier Dings machen. Das für ein Wagen, Alter. Egal, wir gehen jetzt runter. Sorry, wenn der Part wieder ein bisschen länger geht, aber das kotzt mich jetzt wieder an. Da kann ich mehr kotzen. Ja, das zieht's wieder nur unnötig in die Länge. Boah. Ach, auf einmal ist das ein ganzer Bereich. Ah ja, macht Sinn. Und auf einmal ist sie da oben. Ach, die kommt runter, oder? Nee, die kommt eben nicht runter. Mann. Sie kommen mit mir. Oh, halt! Hilfe! Oh, gütiger Gott! Oh, so ein Bulle, scheiße. Geht weg. Lassen Sie mich umgehen, los. Nein. Ich habe einen guten Grund, das zu tun. Hm? Hoffe ich. Was hat das zu bedeuten? Hallo. Wo ist sie? Jetzt ist sie auf einmal wieder hier. Wo will die denn hin? Will die den Bahnhof, Hallo? Hups. Ah, Dreierkill, yeah. Aber es gibt auch einen Viererkill, habe ich letztens festgestellt. Hm? Hätte ich es gern gezeigt, kann aber nicht. Mist. Höh! Och Junge! Mädel. Ich muss hier rammen. Das macht absolut Sinn, ne? Sie kommen mit mir! Unangemessen! Oh! Halt! Hilfe! Gütiger Gott! Gütiger Gott! Wir geben ein lächerliches Paar ab. Man wird sie in Hand umdrehen schnappen. Du sagst? Lassen Sie mich umgehend los! Ich muss erstmal hier irgendwie rauskommen. Das ist mein Ausgang finden. Kann ich denn nichts tun, damit Sie mich freilassen? Nope! Was hat das zu bedeuten? Mann! Ich habe einen guten Grund, das zu tun. Hoffe ich. Wo ist die denn jetzt schon wieder hin? Ach hier. Alter.
Och, Alter, ist das nervig. Ich war das gar nicht. Was soll das denn? Wie soll man das denn machen, Alter? Weißt du, scheiß Bullen überall, weißt du? Und ich habe jetzt nur Dreieck gedrückt für diesen Reflexschuss, dass man zurückschießt. Beziehungsweise, dass man sich duckt. Und die schießt einfach auf sich auf. Bumm. Ey, Alter. Das ist schon wieder so eine Mission, wo ich sage, das kann doch echt nicht sein. Das kann es echt nicht sein. Und dann jedes Mal die Ladezeiten. Warum muss da jedes Mal nochmal geladen werden? Aus welchem Grund? Man ist doch schon in der Mission drinne. Unbegreiflich. Unbegreiflich. So. Haben wir das schon mal geklärt. Jetzt muss ich hier das ganze Gebäude lang latschen, ne? Es geht halt nicht anders. Anders kommt man nicht rein. Weil hier ist kein Fenster offen. Sonst ist immer ein Fenster offen gewesen. Aber gerade in dieser Mission, ne? Fenster alle zu. Das ist echt ein Phänomen. Also, das ist wieder so ein Logikfehler, weißt du? Die ganze Zeit ist das sind mindestens 3-4 Fenster immer auf. Ach, das reicht gar nicht. Pro Dings ist hier ein Fenster mal offen. Das heißt, hier ist mindestens eins offen gewesen, dann auf der anderen Seite, da waren 2 offen, hier waren 3 offen, da hinten ist eins offen. Wow. 1. 1, Leute. Ja? Hier. 1. Von, ich glaube, mindestens 10 waren das oder so. Also, das ist ja echt. Nee. Nee. Kann man echt nicht nachvollziehen. Ja, toll, da drüben komme ich ja jetzt gar nicht mehr hin. Das ist ja der andere Bahnhof. Ich muss ja erstmal darüber kommen jetzt. Boah. Jetzt bin ich zwar drin, aber auf der falschen Seite. Das heißt, ich muss nochmal hier. So. Guck, es ist kein Bulle da, ne? Keine Sau. Immer sind Bullen da, wer hätte gedacht. Ist schon. Ja. Sie so. Kommen mit mir! Oh! Halt! Hilfe! Oh gütiger Gott! Hier scheint kein Bulle zu sein. Okay, das sieht gut aus. Lassen Sie mich umgehend los! Nein. Wir müssten wohl irgendwie rauskommen. Hoffe ich jedenfalls. Was hat das zu bedeuten? Ja, das geht also nicht. Nur sagen, hey, Alter. Unangemessen. Komm mal mit. Wir geben ein lächerliches Paar ab. Man wird sie im Handumdrehen schnappen. Och. Wie komme ich hier raus? Kann ich denn nichts tun, damit sie mich frei? Nein. Hier müssen wir rauskommen, theoretisch.
theoretisch. Nee, das ist doch wieder, das ist wieder genau dieselbe Krütze. Alter, wie kommt man denn hier aus diesem scheiß Bahnhof jedes Mal raus? Das ist doch sowas von assi, dass dir nirgendwo gezeigt wird, hier, da und da geht's raus. Das ist doch voll die Krütze, Alter. Oh, natürlich latscht sich hier langsam, ne? Was ist das für eine Logik? Das ist ja Logik hoch 10, ne? Das ist ja echt, Alter. Treppen runter, kannst du rennen, Treppen hoch, rennen? Was? Kann ich nicht. Wie, jetzt kannst du auch nicht mehr runterrennen, das ging doch vorher, Alter. Ach, natürlich. So, erstmal so, dass sie nicht abhaut. Ich fasse es nicht, dass ich einverstanden war. Auf einmal kann die rennen, ey. Hallo? Ich drück hier Kreis. Sie kommen mit mir. Oh, halt! Hilfe! Ja, ist ja gut. Ja, ist sehr gut. Ich muss hier erstmal einen Ausgang finden. Das kann doch nicht sein, ey. Och, natürlich. Ich weiß es nicht, dass ich einverstanden war. Oh, da geht's runter, guck mal an. Hallo, ich drück hier Kreis wie ein Bescheuerter. Das geht nicht. Flash! Oh! Hallo! Ey! Ey, ernsthaft? Mann! Was hat das bedeuten? Oh, halt! Hilfe! So, hier geht's runter, also geht's hier wahrscheinlich raus. Man kann nur im Schritttempo runtergehen. Guck mal, die sind schneller wie ich! Lassen Sie mich umgehend los! Alter! Was ein Fick, ey! Wir geben ein lächerliches Paar ab. Man wird sie im Handumdrehen schnappen. Oh. Was hat das zu bedeuten? Jetzt komme ich nicht mehr runter, oder? Ich würde sie jetzt verarschen, ne? Ich komme hier nicht weg. Kann ich nichts tun, damit sie mich freilassen? Alter. Das ist scheiße. Unangemessen. Nun, los, runter. Wir geben ein lächerliches Paar ab. Man wird sie im Handumdrehen schlagen. Ja. Oh, kenn ich schon. Mein Geld, wissen Sie? Sie werden furchtbar enttäuscht sein, wenn Sie Profit aus dieser Sache ziehen wollen. Kann ich denn nichts tun, damit Sie mich... Nein, kannst du nicht. Warum machen Sie das? Warum sagen Sie denn... Ja, darum. Ich verlange umgehend eine Erklärung von Ihnen. Jo. Bella John übergeben. Wo? Da hinten. Ja, toll, wenn die Kutsche im Weg steht. Boah, Alter. So.
Gib sie frei, und zwar sofort. Ich werde sie retten, Madame. Denn ich bin John Hammond, dein Verlobter. Was? En garde. Ich verarschen. Es geht doch wirklich. Oh, verlieren. Ups. Nimm das, du Schurke! Das ist aber alles sehr verdächtig. Hier kommt die Bestrafung. Ups. Jemand, was vor sich geht? Ich hab den jetzt umgehauen, Alter. Boah, oh, der Part, der ist schon wieder viel zu lang, ey. Scheiße. Das muss ich kürzen, das geht nicht anders. Das muss ich leider kürzen, tut mir leid. Ja, ist schon längst gekürzt, egal. Das war jetzt nicht so toll. Sag ich mal wieder, ja, weil der mir als Ziel sozusagen angezeigt wurde, so, oh, hau den jetzt mal um, ne? Sofort! Ich werde sie retten, Madame! Alter! Denn ich bin John Hammond, dein Verlobter! Was? En garde! Nimm das, du Schurke! Hier kommt die Bestrafung! Das ist aber alles sehr verdächtig! Frag dich! Bin dir klar überlegen! Nimm das, du Schurke! Eine List? Das habe ich mir doch von Anfang an gedacht. Wieso hat die das durchschaut? Hm. Wie machen wir das am dümmsten? Also sie darf das nicht bemerken, aber ich muss Unfall. Tot. Sozusagen. Ja, nicht tot, aber na besten. War sofort. Ich werde sie retten, Madame. Denn ich bin John Hammond, dein Verlobter. Was? En garde. Nimm das, du Schurke! Ja. Hier kommt die Bestrafung! Ah, ich bin dir klar überlegen. Sie versucht. Wie war das? Nimm das, du Schurke! Das geht doch wirklich. Na komm. Hier kommt die Bestrafung! Ah, ich bin dir klar überlegen. Ich sag mal, sie versuchen doch nicht wirklich, mich umzubringen. Nimm das, du Schurke! Das geht doch wirklich. Hier kommt die Bestrafung. Ha, ich bin dir klar überlegen. Wie war das? Nimm das, du Schurke! Ja, ich muss das jetzt echt so machen, anscheinend. Ich, sie versuchen, das geht doch wirklich zu weit. Hören Sie auf! Hier kommt die Bestrafung. Autsch. Das ist aber alles sehr. Welch glücklicher Zufall, dass Sie hier waren, um mich zu retten. Nicht wahr? Und wenn du erlaubst, meine liebste Bella, werde ich vom heutigen Tage an stets an deiner Seite sein, um dich zu beschützen. Komm, meine Liebe, lass uns von diesem schrecklichen Ort verschwinden, dann werde ich dir alles erklären. Ich bin sicher, Mr. Dickens und Mr. Darwin würden gerne vom Glück ihres Freundes erfahren. Das glaube ich auch. Ich glaube, das... Nee, das ist da... Das, trotzdem haut das irgendwie nicht hin. Das ist irgendwas faul an der Sache. Mir erzählen, was man will, das ist irgendwas faul. Aber was? Weiß ich auch noch nicht.
So, ich brauche eine Kutsche. Toll, hier ist natürlich nicht eine. Und warum? Weil hier keine Straße ist. Mal mit, Jungs. Und ihr auch. Alle schön mitkommen. Oh, eine Großraumkutsche. Die kann ich gut gebrauchen. So, Jungs, einsteigen. Da passen noch mehr rein. Los, Rinder. Los. Rinn. Durch. Los. Geht auch. So. Haben wir so alle fünf mit. Ist für eine Innenperspektive mal nicht schlecht, ne? Das wäre mal cool. Oder geil, eher gesagt. Ja, cool. Geil ist was anderes. Geil darf man ja nicht sagen. Geil, das wird ja direkt zensiert. Ja, das ist bei der PS4 und PS3, generell PlayStation, wird geil zensiert. Ja, das ist wirklich so. So blöd das jetzt auch klingt, aber es ist so. Geil wird zensiert. Warum? Weil es geil ist. Wie soll ich denn hinkommen? Der ist in dem Gebäude drin, aber kein. Ah, hier. Und Ende gut, alles gut. Unsere frisch Verliebten sind endlich zusammen und werden bald heiraten. Auch ich hoffe, einen Mann zu treffen, der seinen Tod vortäuscht und mich entführen lässt, um zu sehen, ob er mir trauen kann. Nun, so wie ich sie kenne, würde er das nicht überleben. Yep. Ich muss sagen, ich finde das recht aufregend. Ich mag diese Art von Geschichten. Mir kommt das merkwürdig bekannt vor. Ich frage mich, warum. Trinken wir auf John Hammond und seine Art, einer Frau den Hof zu machen. In der Tat, auf John Hammond, unseren gemeinsamen Freund. Ja, trotzdem sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Und einfach mal so sagen, wie das ist, ne? So, geben wir alle weg, Jungs. Hier, meine ganze Meute hier. 5 Minutes hier. 5 Minutes hier passen in die Kutsche. Und die könnte ich jetzt nicht mehr mitnehmen, ne? Das wären schon wieder 2 zu viel, oder? Ja, gehen nur 5. Okay, aber wir machen jetzt eine Aufnahmepause. Hören uns morgen wieder im nächsten Part und bis dahin erstmal. Tschüss.